Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich begrüße Sie ganz herzlich zur 10. Ausgabe von Milan Live. Mit diesem Format will ich Ihnen, wie gewohnt, die Kommunalpolitik unserer Gemeinde näher bringen, Ihnen aber auch die Möglichkeit geben, sich interaktiv einzubringen. Gerne können Sie über die Fragefunktion auf birkenau.de/live bereits während Sie zuhören Fragen stellen, die ich am Ende gerne beantworten werde. Zudem haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Fragen vor jeder Sendung zu stellen, indem Sie auf unserer Website unter der Rubrik Unsere Gemeinde auf Milan Live klicken und Ihre Frage oder Ihr Anliegen in das entsprechende Feld eintragen. Diese werde ich dann zusammentragen und in der kommenden Sendung thematisieren. In der 10. Ausgabe von Milan Live widmen wir uns heute in der Rubrik Wir sind Birkenau in einem Gespräch mit dem Gemeindevertretungsvorsitzenden Stefan Röver, einem Rückblick ins vergangene Jahr und einem Ausblick in das kommende Jahr 2023. Wie immer ist es Ziel dieser Rubrik, Ihnen einen Einblick hinter die Kulissen des Gemeindelebens zu geben und Ihnen somit transparent zu machen, wer und was unsere Gemeinde bewegt. Zunächst will ich Ihnen aber kurz und knapp ein Update zu anderen aktuellen Themen in Birkenau geben. Das Regierungspräsidium in Darmstadt startet in eine neue und damit vierte Runde der Lärmaktionsplanung. Diese umfasst auch den Straßenverkehrslärm in allen südhessischen Kommunen sowie in den Ballungsräumen Frankfurt, Wiesbaden, Kassel, Darmstadt, Offenbach und Hanau. Auch den Lärm ausgehend von Eisen-, Stadt- und Straßenbahnen sowie Industrieanlagen. Die Lärmbelastung wird in Hessen alle 5 Jahre vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie ermittelt und grafisch dargestellt. Auf Grundlage dieser Lärmkarten werden die Lärmaktionspläne unter Mitwirkung der Öffentlichkeit fortgeschrieben. Das bedeutet, dass die noch offenen Maßnahmevorschläge und Prüfaufträge aufrechterhalten werden. Zudem können neue Vorschläge zur Lärmminderung aufgenommen werden. 3 solcher Planungsrunden hat das Regierungspräsidium bereits durchgeführt. In einer ersten Öffentlichkeitsbeteiligung sind Bevölkerung, Kommunen und Träger öffentlicher Belange aufgefordert, bestehende Lärmprobleme zu melden. Zudem können Anregungen und Vorschläge für konkrete Maßnahmen zur Lärmminderung unterbreitet werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, auf ruhige Gebiete wie Parks, Grünflächen und Naherholungsgebiete hinzuweisen, in denen die Ruhe besonders schützenswert ist. Die Eingabe kann vom 21. November bis zum 22. Januar 2023 auf dem Beteiligungsportal des Landes Hessens oder per E-Mail bzw. postalisch erfolgen. Dank Ihrer großzügigen Spenden für die Geflüchteten aus der Ukraine konnten wir zum einen die Sprachförderkurse der Ukraine-Hilfe Birkenau und zum anderen das internationale Jugendzeltlager in Zusammenarbeit mit der katholischen Landjugendbewegung Birkenau, aber auch kleinere Einzelprojekte unterstützen. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender. Das Spendenkonto ist weiterhin geöffnet. Unter dem Stichwort Spende Ukraine können Sie weiterhin für die Geflüchteten spenden. Die Bankverbindungen sehen Sie hier eingeblendet. Fast schon eine kleine Sensation war der Fund bei den Pflegearbeiten auf einer ökologisch umgestalteten Grünfläche Mitte September. Während eines turnusmäßigen Pflegegangs wurde durch die Gemeindegärtner bei ihren Arbeiten eine Gottesanbeterin gesichtet. Die europäische Gottesanbeterin, auch als Gemeindegottesanbeterin oder nur als Gottesanbeterin bezeichnet, ist die einzige in Mitteleuropa vorkommende Vertreterin der Ordnung der Fangschrecken. In Deutschland ist sie in der roten Liste der Geradflügler in der Kategorie 3, das heißt gefährdet, eingruppiert und genießt nach den Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung mit der Bundesartenschutzverordnung besonderen Schutz. Deshalb darf sie unter anderem weder gefangen noch gehalten werden und die europäische Gottesanbeterin wurde zum Insekt des Jahres 2017 erklärt. Das Insekt ist bis zu 7,5 cm groß, kann verschiedene Farben annehmen und wird auch in Hessen zunehmend heimisch. Sicherlich spielt auch der Klimawandel dem Insekt in die Karten und begünstigt die Ansiedlung und Verbreitung. Doch zeigt uns das auch, dass mit einer Umgestaltung von konventionell angelegten Grünflächen zu ökologisch gestalteten und extensiv gepflegten Grünflächen einiges zur Erhaltung, zur Schaffung von Biodiversität und der Existenz von speziellen Habitaten beigetragen werden kann. Nicht jede dem Anschein nach ungepflegte Grünfläche ist auch ungepflegt.
Diese dienen genau diesem Zweck und sind 100% mehr wert als ein englischer Rasen. Der BGR-Ausgabe vom 18. November diesen Jahres hat die Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Freibad Birkenau einen Fragebogen gerichtet an die Birkenauer Bürgerinnen und Bürger beigelegt, um ein Meinungsbild zur Nutzung des Freibads zu erhalten. Auch auf der Website der Gemeinde ist der Fragebogen abzurufen. Aus den Rückläufern, die wir erhalten haben, können wir erkennen, wie Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Zukunft unseres Freibads sehen. Wie Sie sicherlich wissen, ist der 9. November in Deutschland ein geschichtsträchtiger Tag. Sowohl die Ausrufung der Weimarer Republik als auch die Reichskristallnacht und der Tag des Mauerfalls konzentrieren sich auf diesen Tag. In Birkenau wurde am 9. November im Rahmen eines Gottesdienstes an die Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Ein für mich sehr bewegender Moment war, als Wolfgang Böttcher einen Tagebucheintrag eines Zeitzeugen vorlas. Der Gottesdienst anlässlich des Volkstrauertags am 13. November mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal des Alten Friedhofs bot die Gelegenheit, nicht nur den Gefallenen der beiden Weltkriege zu gedenken, sondern auch denjenigen, die aktuell unter Kriegen oder anderen gewalttätigen Konflikten leiden. Den 11. November verbinden viele von uns schon seit frühester Kindheit mit St. Martin und seiner Barmherzigkeit. Auch für die Kleinsten unserer Gemeinde gab es zu diesem Anlass dieses Jahr wieder schöne Umzüge, die die Kinder begleitet von ihren Eltern und den Erzieherinnen der Kindergärten mit leuchtenden Augen erleben durften. Der 11.11. ist nicht nur bekannt für die Martinsumzüge, auch die Kampagneneröffnung der Karnevalsvereine findet an diesem besonderen Datum statt. Am 11.11., pünktlich um 11.11 Uhr, stürmten die Karnevalisten des BCV, der Hornbecher Schlaufmütze und der Lieberspecher Rivelescher das Rathaus, um, wie es so üblich ist, den Bürgermeister zu verhaften und ihm den Rathausschlüssel für die närrische Zeit abzunehmen. Wir alle freuen uns, dass die Sitzungen der beliebten Vereine nach langer Corona-Pause nun endlich wieder stattfinden können. Anlässlich des bundesweiten Vorlesetags am 18. November durfte auch ich eine Lesung in der Langenbergschule halten. Ziel dieser Veranstaltung war es, Kindern und Jugendlichen das Medium Buch wieder näher zu bringen. Die Schülerinnen und Schüler einer 6. sowie anschließend einer 10. Klasse hörten aufmerksam zu und brachten sich in der darauffolgenden Fragestunde in einer lockeren Diskussion lebhaft ein. Die Birkenauer Vereine durften sich am 21. November über die Spendenübergabe der Sparkassenstiftung freuen. Ein Betrag von insgesamt 15.000 Euro für ehrenamtliches Engagement wurde stellvertretend für alle Vereine vom Verein Lieberspecher Kerwe entgegengenommen. Von der hohen Gesamtspendensumme kommt dieses Jahr die Hälfte Projekten für die Ukraine-Hilfe zugute. Ein herzliches Dankeschön dafür an die Sparkassenstiftung und an die Vereine, die mit ihrem Verzicht die Hilfe für die Ukraine stärken. Am 19. und 20. November fand in der Südhessenhalle die jährliche Lokalschau der Kleintierzüchter statt. Von 15 Züchterinnen und Züchtern wurden über 200 Tiere präsentiert. Mehr als die Hälfte davon wurde mit dem Prädikat sehr gut bewertet. An diesem Wochenende wurden auch die Vereinsmeister 2022 geehrt und konnten Urkunden und weitere Preise entgegennehmen. Die beiden Organisatoren Robert Jülich und Johannes Uhl zeichneten die Vereinsmeister gemeinsam mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Michael Meister aus. Eine schöne Veranstaltung, die für Groß und Klein Interessantes und Lustiges zu bieten hatte. Nach einem ersten Orientierungstreffen zwischen Birkenauer Feuerwehrführung und der Verwaltung am 29. November findet am 20. Dezember die konstituierende Sitzung unseres Verwaltungsstabs für Krisen- und Katastrophenfälle statt. Es gilt, neben dem Brandschutz wichtige Themen wie zum Beispiel einen großflächigen Stromausfall abzufedern, die Trinkwasserversorgung oder auch den Hochwasserschutz sicherzustellen. Im Januar werden wir den Kreis, in dessen Ressort der Katastrophenschutz zu verorten ist, anfragen, uns bei den weiteren Beratungen behilflich zu sein. Ein Aquarellgemälde des Künstlers Herbert Ohl ziert seit kurzem das alte Rathaus im Reisen. Das Gemälde, das eine Brücke über die Weschnitz nach Reisen darstellt, stammt aus dem Nachlass der Eheleute Lehr aus Weinheim. Das Aquarell wurde im Zuge der Ortsbeiratssitzung Reisen
an den Ortsvorsteher Jörg Lieb übergeben. Nach langer Corona-Pause durften sich Groß und Klein wieder auf die beliebte Wanderung zum Hornbacher Steinhäusel und dem Belzenickel freuen. Der steile Anstieg wurde mit Liedern, Gedichten und schönen Gesprächen belohnt. Auch ich habe diese Veranstaltung sehr genossen. Ein besonderer Dank geht hierbei an Sigurd Heiß sowie alle Organisatorinnen und Organisatoren, die diese wertvolle Tradition mit ihrem Engagement bewahren. Und natürlich auch unserem Belzenickel. Doch nicht nur der Hornbacher Belzenickel konnte endlich wieder stattfinden, sondern auch die zwei beliebten Weihnachtsmärkte in Niederliebersbach am 4. und 5. Dezember sowie in Birkenau am 10. und 11. Dezember. Beide trugen zur vorweihnachtlichen Stimmung in unserer Gemeinde bei. Auch die Adventsfeier der Senioren in Hornbach und der Weihnachtsmarkt des TV Reisen waren für viele Birkenauerinnen und Birkenauer ein schöner Anlass, sich zum gemütlichen Beisammensein zusammenzufinden. Insbesondere nachdem dies Corona-bedingt so lange ausfallen musste. Am 13. November habe ich den Entwurf des Haushaltsplans für das kommende Jahr in die Gemeindevertretung eingebracht. Mit der Anhörung der Ortsbeiräte am heutigen 15. Dezember starten die politischen Gremien in die Haushaltsberatung. Das Ziel ist die Verabschiedung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplans 2023 in einer Sitzung der Gemeindevertretung im ersten Quartal 2023 und die Haushaltsrede sowie die Unterlagen zum Entwurf des Haushaltsplans 2023 finden Sie auf der Website der Gemeinde Birkenau unter Zahlen und Daten. Nun zu den Eckpunkten des Haushaltsplansentwurfs von 2023. Sie sehen eingeblendet die ordentlichen Erträge mit etwa 23,61 Millionen Euro. Die ordentlichen Aufwendungen liegen bei 24,16 Millionen Euro. Dementsprechend haben wir einen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis aufzuweisen von minus 547.000 Euro. Zusammengenommen mit dem außerordentlichen Ergebnis von 1.436.000 Euro ergibt sich ein Jahresüberschuss von 889.000 Euro. Der Gemeindevorstand als auch die Verwaltung haben es für wichtig gesehen, die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer konstant zu lassen. Gerade in der jetzigen Zeit. Der genannte Fehlbetrag leitet sich daraus ab, dass es in diesem Jahr nicht möglich ist, die stark gestiegenen Umlageverpflichtungen, Energiepreise sowie die sonstigen inflationär bedingten Preissteigerungen und die Tariferhöhungen im Bereich Personal abzufedern. Infolgedessen wird unsere Gemeinde die Rücklagen aus den vergangenen Jahren abschmelzen müssen. Bei den Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses 2023 wurde der vorgegebene Gestaltungsspielraum voll ausgereizt. Das heißt, wir haben bei der Planung auf der Ertragsseite die maximal möglichen Ansätze gewählt. Insbesondere bei den Gewerbesteuereinnahmen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten und für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zum 31. Dezember 2020 belaufen sich auf ca. 21 Millionen Euro. Die Gemeinde hat die Grenze ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit erreicht. Sie sehen, unsere Gestaltungsspielräume schrumpfen zunehmend. Unsere Handlungsfähigkeit wird durch äußere Einflüsse und politische Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene erheblich, insbesondere in finanzieller Hinsicht, eingeschränkt. Dies hat wiederum zur Folge, dass wir uns noch mehr auf unsere Pflichtaufgaben konzentrieren müssen. Unser Rathaus wird am 23. Dezember bis um 12 Uhr für Sie geöffnet sein. Des Weiteren wird das Servicebüro vom 27. bis zum 30. Dezember geschlossen sein. Ein Notdienst wird Ihnen allerdings nach vorheriger telefonischer Vereinbarung, die entsprechenden Telefonnummern sehen Sie im Übrigen hier eingeblendet, von 9 bis 12 Uhr zur Verfügung stehen. Kommen wir nun zur Rubrik Wir sind Birkenau. Heute mit einem Gespräch mit unserem Gemeindevertretungsvorsitzenden Stefan Röver in einem gemeinsamen Rückblick auf das Jahr 2022 und einem Ausblick auf das kommende Jahr. Wir sind Birkenau, Film ab! Wir sind heute hier bei Chechal zusammen mit unserem Gemeindevertretungsvorsitzenden Stefan Röver, der sich dankenswerterweise die Zeit genommen hat, mit mir zusammen einen Rückblick von 2022 stattfinden zu lassen und einen kurzen Ausblick für 2023. Stefan, ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Bitteschön.
Ich würde vielleicht beginnen mit dem Thema Klausurtagungen, die wir ja mittlerweile gemeinsam etabliert hatten. Es ist ja auch ein Instrument, um vorab über wichtige Themen, die Premiere hatten wir zu den Klausurtagungen zum Thema Haushalt, was mir sehr, sehr wichtig war, dass man in so einem informellen Kreis über dieses wichtige Thema sprechen kann. Ganz vorbehaltlos, ganz informell und auch die Möglichkeit, einfach sich zeitintensiv in die Detailtiefe auch zu begeben. Wie empfindest du dieses Thema? Ja, es ist ja eigentlich eine gute Idee gewesen, auch von den Gemeindevertretern dieses zu tun. Wir haben es dann dieses Jahr das erste Mal stattfinden lassen, der Klausurtagung. Zweckshaushalt, man kann viele Themen ansprechen, die sehr wichtig sind. Man kann frei darüber reden in der Klausurtagung. Es ist keine Presse dabei. Man kann wirklich alles von der Seele lassen, was eigentlich ist. Wünsche äußern und, und. Von daher ist eine Klausurtagung da schon sehr gut. Und die Idee war auch dann, dieses umzusetzen, natürlich toll. Ja. Ganz klar. Und man hat es ja auch gesehen am Haushalt als solches, ist ja dann auch was dabei rausgekommen für die Haushaltsberatungen dann, was der HFA dann betrifft. Also es ist, man sieht halt einfach schon, da kann man schon vorab vieles aussortieren, viele Fragen, die sich dann auch schon erübrigen. Und anstatt das Ganze dann von einem Sitzungsverlauf in das nächste rüber zu schleppen, kann man das vorab schon mal klären. Und das ist ein Riesenvorteil natürlich. Das ist ein Vorteil. Guten Abend. Guten Abend. Das Besondere dabei ist ja auch, dass nicht nur die Gemeindevertreter, also es ist eine reduzierte Form oder reduzierte Anzahl der Gemeindevertreter dabei ist, vor allem natürlich die Ausschüsse, wenn es einen betrifft, wie du gerade gesagt hast, beim Thema Haushalt der HFA. Allerdings ist auch der Gemeindevorstand auch mit involviert, die Fraktionsvorsitzenden sind auch ebenfalls involviert, sodass das Ganze perspektivisch auch viel mannigfaltiger auch betrachtet wird. Wie wir dann auch zum nächsten Thema die Klausurtagung hatten, zum Thema Kindergarten, was ja auch wegen der Komplexität des Themas dann halt auch natürlich prädestiniert war, das auch erstmal in der Klausurtagung zu besprechen, besonders hinsichtlich der Kindergartenkommission, die ja stattgefunden hat, deren Ergebnisse ja noch nicht veröffentlicht werden konnten. Und das konnten wir in diesem Zusammenhang dann ebenfalls thematisieren. Ja, von der Seite war das natürlich sehr gut, die Klausurtagung, was die Kindergärten betrifft, weil wir hatten dann jeden Gemeindevertreter oder die, wo mit dabei waren in der Klausurtagung, auf dem gleichen Stand gehabt. Jeder hat gewusst, über was er dann spricht anschließend. Daraufhin haben wir ja dann auch diese Dreierausschusssitzungen ins Leben gerufen und da dann eigentlich auch schnell. Ich habe auch etwas Druck gemacht, klar, es hat dir vielleicht manchmal nicht so gefallen, aber trotzdem, Druck gehört dazu. Absolut. Man hat ja auch gesehen, letztendlich ist ein Ergebnis rausgekommen aus dem Ganzen. Und das war das Entscheidende. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie du es gesagt hast, dass da auf jeden Fall der Druck da entstehen muss. Und da waren, glaube ich, auch alle d'accord damit, weil das Thema liegt schon so viele Jahre auf dem Tisch. Und auf diese Art und Weise konnten wir das halt auch begehen, ebenfalls multiperspektivisch sozusagen mit den entscheidenden Ausschüssen zusammen. Das war ja die erste Dreierausschusssitzung, das heißt, alle Ausschüsse waren mit involviert. Und da kommt schon das Essen. Ah, sehr gut, das sieht ja toll aus hier. Ganz lieben Dank, Charles. Dankeschön. Ja, das, von dieser Seite war das natürlich toll. Wie gesagt, es war jeder auf dem gleichen Stand. Man konnte den Kindergartensituation dann schnellstmöglich klären und hat dann letztendlich auch ein Ergebnis gehabt. Wir haben ja dann auch einen Beschluss gefasst in dieser Dreierausschusssitzung, wie wir dann weitergearbeitet haben, was die Kindergärten betrifft und was uns wirklich am Herzen liegt. Und klar, das sind die Birkenauer Kinder auf jeden Fall. Die brauchen wir. Die müssen wir aber auch irgendwo unterkriegen. Es ist eine Pflichtaufgabe, Kindergärten natürlich da bereitzustellen von unserer Verwaltung her oder Gemeinde. Da war das natürlich dann schon ein super Ergebnis und ein gutes Ergebnis, muss ich jetzt mal sagen. Natürlich wird die große Aufgabe dann weiterhin sein, den Kita-Neubau anzugehen. Aber wir müssen auch im Hinterkopf haben, dass wir nur eine begrenzte Zeit haben mit dieser temporären Lösung. Ja. Und die läuft eigentlich am 31.12.2024 ab. Aber wir müssen was vorweisen. Wir müssen was vorweisen. Also da sind wir in der Pflicht, dieses zu tun. Ne? Das Kinderhaus Bärenstark stand ja in gewisser Weise auch in einer Kritik, die sich spätestens mit dem Tag der offenen Tür bzw. der Einweihung beflüchtigt hat. Denn ich hätte nicht erwartet, dass das Ganze so aufgebaut werden kann und auch noch eingerichtet werden kann, dass es dann halt auch wirklich ideal ist für eine Kindergartenatmosphäre. Das hätte ich nicht erwartet. Ja gut, das war mein Eindruck auch gewesen. Ich war ja dort bei der Eröffnung von diesem Kinderhaus Bärenstark. Also die Eltern waren alle hellauf begeistert.
weil man merkt es gar nicht, dass man irgendwo, du sagst Container, ich sage Modulbauweise, das hört sich etwas moderater an wahrscheinlich von dieser Seite, aber die waren alle, wie gesagt, hellauf begeistert, wie das da innen drin aussieht und was man da damit alles machen kann. Aufgrund der Nähe des Kinderhaus Bärenstarks, also die lokale Nähe zum Freibad, bietet es sich natürlich auch an, dass wir das Thema Freibad ansprechen. Auch hierzu gab es eine Klausurtagung, in der ganz deutlich geworden ist, dass alle Fraktionen, aber auch die Verwaltung, sich deutlich für den Erhalt des Freibads ausgesprochen hat. Wie siehst du die ganze Thematik? Du hast ja schon richtig angesprochen, es ist keine Pflichtaufgabe, es ist eine freiwillige Aufgabe, dieses Schwimmbad zu tun. Es ist natürlich toll, dieses Schwimmbad zu haben. Du hast ja auch schon angesprochen, dass das alle Fraktionen eigentlich irgendwo unterstützen. Die Verwaltung unterstützt das ja auch, mit dem Schwimmbad weiterzufahren. Ganz klar, ist auch eine tolle Sache. Wir hatten ja auch dieses Jahr einen wunderschönen Sommer gehabt. Das war natürlich auch richtig belegt dann immer und voll. Das war ja auch schon ein Zeichen dann dafür, dass das Schwimmbad auch genutzt wird. Es ist richtig, wir haben drei Varianten. Du hast da noch mal die vierte Variante ins Leben gerufen. Die wurde uns dann auch nochmal vorgestellt, auch an der Klausurtagung. Die war eigentlich toll. Die Lösungen sind alle toll, ganz klar. Aber es ist natürlich auch schon eine mordsfinanzielle Aufgabe für uns, das Ganze zu stemmen. Klar, im Moment haben wir die Wasserqualität noch in der Hand. Im Moment ist es noch soweit in Ordnung. Von daher können wir das auch noch weiterhin betreiben. Aber das wird nicht nochmal auf Jahre gehen. Ganz klar. Wenn wir uns dann irgendwann mal überlegen müssen, was tun wir jetzt? Vielleicht sagt man auch, man macht erstmal die Technik, aber das passt dann wieder mit dem Schwimmbad, also mit dem Becken als solches von der Größe her nicht zusammen. Ich weiß es noch nicht 100%. Wir haben ja durch den Schwimmbad-Förderverein, den ich natürlich hier auch hervorheben möchte, auch mal loben möchte. Die machen eine super Arbeit in diesem Verein. Unterstützung, indem die jetzt schon ein bisschen was renoviert haben, von sich aus schon mal, das ist toll, das ist auch wunderbar. Aber wir müssen natürlich auch weiterfahren. Wir müssen auch schauen, dass man wirklich mal die Technik hinbekommt, dass da Hand angelegt wird und am Becken als solches. Wir haben mit dem Freibad-Förderverein, der sich dieses Jahr gegründet hat, natürlich einen Akteur, der uns sehr, sehr unterstützt, der ein Auge drauf hat, der auch durch seine personelle Strukturierung oder der Mitglieder besser gesagt halt auch viel in Eigenregie dann auch selbst übernehmen kann, ohne irgendwie extern das Ganze zu vergeben. Und ich bin sehr dankbar, dass sich da so viele Menschen zusammengefunden haben, sich dem Thema Freibad da zu widmen und dort auch tatsächlich auch Werte zu schaffen, dass man dann halt sagt, ja, wir möchten das gerne weiter fortführen. Die Sanitäranlagen stehen auch weiterhin im Fokus, ein Bereich, der dringend saniert werden muss. Aber da wird alles Mögliche auch vom Freibad-Förderverein getan, um da Abhilfe zu schaffen. Und das ist sehr, sehr lobenswert, dieses Engagement. Ja, ich denke schon, wenn man da vielleicht auch noch ein bisschen von der Verwaltung oder von der Gemeindevertretung als solches unterstützt, vielleicht auch mal einen Arbeitseinsatz tut oder so, vielleicht finden sich da noch ein paar Leute, Freiwillige, die da mithelfen. Und dann kann man schon mal die sanitären Anlage, das kann man schon mal in den Angriff nehmen, dass das schon mal rein von der Optik her und von der Sauberkeit her etwas besser aussieht. Aber um die Technik dann hinzukriegen oder so zu bauen, dass es passt auf Schwimmbad, müssen wir erstmal wissen, wie groß ist das Becken, wie klein wird das Becken. Weil das ist nach meinem Ermessen die Voraussetzung, um die Technik dann darauf aufzubauen. Wir haben ja jetzt einen Fragebogen, den hat ja der Förderverein eigentlich mit ins Leben gerufen. Und das war jetzt in der Öffentlichkeit, das heißt in der BGR, in der letzten Ausgabe war der Katalog drin. Und hoffe jetzt natürlich, dass da auch viele, viele Rückantworten kommen. Desto besser können wir auch dann den Fortschritt planen von einem Schwimmbad, wenn wir wissen, was will denn eigentlich der Bürger? Will der ein Spaßbad? Will der ein Bad nur zum Schwimmen? Oder nur eine Rutsche oder so? Ich kann es ja jetzt nicht genau sagen. Also von daher, und dann können wir natürlich auch irgendwo aus den drei oder vier Varianten vielleicht was rausziehen, auf uns schneiden, was Birkenau dann gefallen wird oder den Bürgerinnen und Bürgern hier von Birkenau gefallen wird. Was ebenfalls, glaube ich, dieses Jahr deutlich geworden ist, das Freibad zieht auch andere Veranstaltungen an. Wir hatten dieses Jahr das Klangbad. Als die Anfrage kam seitens der beteiligten Chöre, dass die Idee entstanden ist und die Frage dann an die Verwaltung gestellt worden ist, ob sowas denn denkbar wäre,
war ich sehr, sehr dankbar darum, weil uns sollte, glaube ich, allen klar sein, dass das Gelände des Freibads sowas halt hergibt, dass es prädestiniert wäre. Und ich glaube, das Klangbad war ein idealer Anlass zu sehen, welches Potenzial auf diesem Gelände möglich ist und welche anderen Möglichkeiten man auch noch hat, neben der Tatsache eines Bäderbetriebs. Man muss sich auch im Klaren sein, wir haben dieses Freibad nur 3 bis maximal 4 Monate im Jahr auf. Und das Entscheidende ist halt natürlich, was kann man noch alles rausholen aus diesem Gelände und irgendwie schauen, dass das Defizit in diesem Bereich natürlich geschmälert wird. Alles, was dazu beiträgt, ist hochwillkommen. Kann ich auch nur sagen, das Klangbad, das war toll. Die Resonanz hat man gesehen, es war voll besetzt. Also ich sage jetzt nicht das Schwimmbad, sondern die Plätze alle besetzt. Das war wirklich eine super Veranstaltung. Auch nochmal denen, die es organisiert haben, einen Dank darin, dass sie das gemacht haben. Sowas könnte wirklich öfters laufen. Und dann machen wir natürlich auch unser Schwimmbad attraktiver. Kommen wir mal zu den besonderen, ich nenne es mal besondere Ereignisse, die wir dieses Jahr leider hatten. Also das erste, was im Februar diesen Jahres uns alle erschüttert hatte, sowohl auf der globalen als aber auch auf der unseren kleinen kommunalen Birkenauer Ebene, der Angriffskrieg gegen die Ukraine, der uns, glaube ich, alle fassungslos gemacht hatte. Und was mich ganz persönlich gefreut hatte, war eine organisierte oder selbstorganisierte Spendenaktion durch 4 Mitarbeiter von uns im Bauhof, die tatsächlich mit 2 LKWs oder beziehungsweise Transportern bis an die ukrainische Grenze gefahren sind und dort auch direkt Abhilfe schaffen konnten. Und das berührt mich immer noch. Das ist immer noch etwas, worauf ich sehr, sehr stolz bin, dass Leute aus unseren Reihen so viel Engagement zeigen. Ja, das ist schon richtig. Das Engagement, was hier kam, auch durch die Ukraine-Hilfe, auch durch den Herrn Heckmann und durch den Herrn Kruse, das war enorm, muss ich jetzt wirklich sagen. Da kann ich wirklich nur einen Dank aussprechen, dass sie da voll unterstützt haben. Und haben auch gar nicht lange gefackelt. Die haben dann sofort was ins Leben gerufen und haben das einfach umgesetzt. Und machen es ja jetzt noch im Moment. Das sieht sie jetzt auch im Weihnachtsmarkt, da sind sie ja auch unterwegs mit dem Stand. Also das fand ich schon toll, dass sie da wirklich mitgeholfen haben. Natürlich das vom Bauhof, ganz klar. Da kann man auch nur ein Lob aussprechen für die Mitarbeiter vom Bauhof, dass sie das auch organisiert haben. Und haben dann die Strapazen natürlich auf sich genommen und fahren dann bis an die Grenze, an die ukrainische Grenze. Das ist natürlich doch schon einmal eine Herausforderung. Ja. Und das dann eigentlich in seiner Freizeit so noch zu tun, wo sie ja doch schon auch den ganzen Tag irgendwo eingespannt sind. Also das ist wirklich, die haben wirklich auch nicht drüber nachgedacht, die sind einfach los, haben die Hilfe ins Leben gerufen und sind los und haben das Ganze gemacht. Es hängt natürlich dann einiges auch noch hin und dran, nach dem Krieg. Wir sehen es selbst, spürt jeder Bürger jetzt im Moment selbst die Energiekrise. Ja. So, das resultiert durch diesen Krieg. Trifft uns als Kommune natürlich auch stark und jeden privaten Haushalt. Der Haushalt, der ja auch Ende diesen Monats dann oder Mitte diesen Monats ja auch eingebracht wird, wird das ebenfalls berücksichtigen müssen. Das wird ein wichtiger Faktor bei der Planung 2023 sein. Und selbst diese Planung steht auf tönernen Füßen, weil wir nicht genau wissen. Das ist eines der schwierigsten Planungshaushalte, die Verwaltung derzeit stemmen muss, mit diesen Unwägbarkeiten und Unschätzbarkeiten, die da im 2023 dann noch auf uns zukommen werden. Die Energiekrise hat natürlich die Inflation befeuert, ohnegleichen. Während der Corona-Zeit war es schon vor allem im Baubereich ein Thema. Die Inflation ist schon davon galoppiert. Zusätzlich mit der Energiekrise hat sich das Ganze nur noch verschlimmert. Wir hatten ja erstmal ein Problem, oder nicht ein Problem, sondern eine Krise durchzustehen, was die Corona-Zeit. Da haben wir 2 Jahre, da sind Gewerbetreibende schon an ihr Existenzminimum. Gaststätten, egal wie es sieht, außenrum, es dürfte nirgendwo hin, die Gaststätten waren zu. Und jetzt dann noch diese Inflation und jetzt noch dieser Krieg und diese Energiekrise. So, mancher kleiner Betrieb kann das gar nicht auffangen. So, also fällt uns vielleicht sogar 1 oder 2 Gewerbetreibende weg. Fehlt uns natürlich dann auch im Haushalt 2023. Dementsprechend müssen wir natürlich auch planen. Absolut. Ganz klar, aber wir haben, wie vorhin schon angesprochen, Pflichtaufgaben. Die Pflichtaufgabe ist auch, da sind Kindergärten dabei, die brauchen wir. Ein wichtiger Faktor, der uns dabei helfen kann, ist nicht großartig monetär oder in der Leistung irgendwie zu verorten, sondern tatsächlich einfach die innere Einstellung, dass man sich bewusst sein muss, dass der Zusammenhalt wichtiger denn je ist. Das ist richtig, aber ich denke, dass das unsere Bürger hier von Birkenau wirklich so innehaben.
dass der Zusammenhalt da ist. So was ich sehe und was ich höre, was ich mitbekomme, ist der da. Und das finde ich schon toll, weil diese Krise oder diese Inflation, diese Energiekrise, egal wie es jetzt, wie man es nennen soll, das sollte man zusammen durch. Und wenn wir da wirklich alle zusammenhalten, kommen wir da auch durch. Das eine oder andere werden wir nicht umsetzen können im Haushalt 2023, bestimmt nicht, ganz klar. Da muss es Einschränkungen geben, aber zusammen denke ich, dass wir das schon packen. Stichwort Zusammenhalt. Ein ganz wichtiger Akteur oder Akteure in diesem Fall das zu dem Thema Zusammenhalt sind die Ehrenämtler bei uns in der Gemeinde. Was kannst du dazu sagen? Ist ja ein ganz großes Amt, das Ehrenamt als solches. Man sieht es ja auch in der Gemeindevertretung, das sind ja auch gewissermaßen Ehrenämter. Wir hatten ja auch in diesem Jahr sogar eine Ehrung durchgeführt für das Ehrenamt, die wir jetzt da nicht hatten. Die kommen jetzt an der letzten GV-Sitzung nochmal dran. Was das Ehrenamt betrifft, also die Würdigung von unserer Seite ist da schon da. Aber was man vielleicht ganz in den Vordergrund stellen muss, ist die Feuerwehr. Das sind alles Ehrenämter und die haben eigentlich einen 24-Stunden-Job, das 7 Tage in der Woche und 365 Tage im Jahr, wo die also immer da sind, außer wenn sie da vielleicht mal in Urlaub sind, aber sobald die Sirene losgeht, und dann starten die auch. Das beste Beispiel ist ja auch das gewesen im April, dieser Schneeeinfall dann, die war ruckzuck, waren alle im Einsatz, ja. Und das die ganze Nacht. Korrekt. Und teilweise haben die Leute in der Feuerwehr in Lörbach übernachtet, auf Feldbetten, genau. Ohne irgendwie zu murren oder zu sagen, nee, ich muss nach Hause oder so. Das gibt's da gar nicht. Daher auch, wenn die Feuerwehr was möchte, dann sollte man auch schon schauen, dass wir da, wenn wir in der Lage sind, natürlich auch das finanziell meistern zu können, da voll zu unterstützen. Das Ehrenamt wichtiger denn je und immer schon ein ganz, ganz wichtiger sozialer Kit gewesen im gesellschaftlichen Leben. Apropos gesellschaftliches Leben. Wir haben ja beide jetzt auch gesagt oder feststellen können, dass 2022 ein Jahr ist, in dem Corona immer ein bisschen weiter in den Hintergrund geraten ist. Dadurch war das gesellschaftliche Leben wieder am Aufblühen. Wie hast du das empfunden? Da sind wir ja alle froh drüber, dass es dann so zurückging. Ist natürlich auch ein bisschen dem Sommer geschuldet, ist natürlich auch dem geschuldet, dass sich doch einige impfen lassen haben. Und dann eigentlich der Verlauf und jede Mutation von diesem Virus hat sich irgendwo abgeschwächt. Und durch die Impfung ist es zwar noch eine Krankheit, die wird uns auch begleiten, die wird uns weiterhin oder immer begleiten, muss ich jetzt mal sagen. Aber es hat sich so abgeschwächt, dass man wirklich dann wieder Kerbe, alles feiern konnte. Irgendwo auch ein Weinfest oder ein Bierfest, was überall war. Also ist ja dann überall auch was gefeiert worden, dass man da eigentlich ohne Probleme wieder hingehen konnte. Konnte ohne Maske eigentlich das wieder, wie soll ich das sagen, nachholen. Ja. Das, was wir die letzten 2 Jahre etwas verpasst haben mit dem Feiern, weil wir sind ein Volk zum Feiern. Das gehört einfach dazu für das gesellschaftliche Leben. Stichwort Bürgerversammlung, die auch nach Corona zum ersten Mal wieder stattfinden konnte. Ein ganz, ganz wichtiges demokratisches Instrumentarium. Das ist richtig, da wurde ich ja öfters darauf aufgefordert, das Ganze wieder ins Leben zu rufen. Wir haben jetzt eigentlich eine vorgestellt, es war meine erste. Was den Kindergarten betrifft, haben wir vorgestellt, wir haben das Freibad vorgestellt, wir haben über den Verkehr gesprochen, was mich vielleicht ein bisschen enttäuscht hat, das kann ich aber auch sagen, es hätten dürfen mehr Zuschauer da sein, es hätten können mehr Fragen kommen. Es hat sich dann herauskristallisiert, dass das Thema Verkehr natürlich dann ebenfalls sehr, sehr wichtig war. Und da ist es uns ja auch gelungen, eine Ortsvorsteherkonferenz, so habe ich das dann tituliert, einzuberufen. Wie hast du diese Konferenz dann wahrgenommen? Ich meine, das Verkehrsthema betrifft ja nicht jetzt nur Birkenau, den ruhenden Verkehr, es betrifft jeden Ortsteil. In manchen wird es ein bisschen mehr ausgeführt wie in dem anderen oder so. Klar, wenn ich das Lörbach sehe, ist ein bisschen kleiner, vom Parken her muss man immer ein bisschen abwägen. Aber wir haben jetzt einen neuen, der Herr Goudier, neuen Leiter von Möllenbach. Der war ja mit da gewesen bei dieser Konferenz und hat auch gesprochen, er hat auch gesagt, dass vieles jetzt anders angepackt wird. Die haben natürlich mit ihren 8 Mann ein sehr großes Gebiet eigentlich abzufahren, haben früher auch jetzt hier, waren sie zwar auch präsent gewesen, aber im normalen Pkw, jetzt haben sie zumindest mal ein Fahrzeug, wo aussieht wie die Polizei, dann wird das schon mal ein bisschen anders aufgenommen, auch von der Bevölkerung, dass dann mehr hier die Polizei eigentlich rumfährt.
steht ja Ordnungsamt drauf. Aber das finde ich schon toll. Und so wie er sich gegeben hat, der Gudi, war top, hat alle Probleme aufgenommen. Man sieht, es wurde was gemacht. Bleiben wir bei dem Thema Verkehr. Diesmal weg vom ruhenden Verkehr hin zum fließenden Verkehr. Wir kommen 2024 in den vermeintlichen Genuss, eine neue Asphaltdecke der Hauptstraße zu erhalten. 2024 will Hessen Mobil als Besitzer der Hauptstraße hier in Birkenau die Sanierung angehen. Das gibt natürlich für uns die Möglichkeit, auch einiges zu machen. Ja, das ist ein langatmiges Thema, diese Sanierung von der Hauptstraße. Das hatte man schon im EKEG-Programm mit drin gehabt, was die Sanierung betrifft. Das heißt, nicht die Sanierung als solches von der Hauptstraße, sondern wie gestalte ich die Hauptstraße? Wie freundlich mache ich die Straße für uns? Mache ich Fahrradwege, das Trottoir schmäler, mehr Parkbuchten, vielleicht auch auf der Straße parken, um den Verkehr, den Durchlass. Man hat ja jetzt die Umgehung, in Möllenbach wird sie jetzt nun auch weitergebaut. Das dauert zwar noch ein bisschen, bis die fertig ist, aber trotzdem, irgendwann geht es mal weiter. Dann kann der fließende Verkehr in der Überwald, alles Tunnel und dann hinten raus über Möllenbach-Umgehung weiterfahren. Dann wird es auch auf der Hauptstraße vielleicht ein bisschen ruhiger, vielleicht kann man dann aber noch mehr beruhigen. Aber das haben wir ja erarbeitet in dem EKEG-Programm. Es liegt ja auch ein Antrag vor, ein Beschluss vor, so rum, ein Beschluss sogar vor, wo wir ein gewisses Teil schon prädestinieren, wie das Ganze aber dann auszusehen hat. Das müssen wir jetzt in Zusammenarbeit natürlich mit Hessen Mobil, da müssen wir natürlich auch gucken, dass wir da eine Gemeindevertretung weiterkommen, dass man Hessen Mobil schon sagt, wie stellen wir uns das Ganze vor. Soll ja vielleicht der eine oder andere Bürger vielleicht auch nochmal zu Wort kommen können. Klar. Wie sieht sowas aus oder wie stellt sich der ein oder andere das vor? Ich finde es schon toll, dass Hessen Mobil dieses auf jeden Fall jetzt angreift. Ja. Ist natürlich aber auch, und das muss ich dazu sagen, mit finanziellen Mitteln belegt, das Ganze. Also der ein oder andere muss dann vielleicht auch mal in die Tasche greifen. Aber das muss jeder, wenn irgendwo eine Straße oder sonst was gemacht wird. Das muss auch von vornherein klar sein, dass da Kosten aufkommen, die nicht alleine die Kommune bestreiten kann. Also das mal auf keinen Fall. Nein. Es wird sicher auch der Fall sein, gerade wenn es um die Neugestaltung halt angeht, natürlich der Hauptstraße an sich, aber die Kosten werden auf jeden Fall entstehen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, oder die große Herausforderung sein wird für die Planung der Hauptstraße, ist es, die Wünsche möglichst zu vereinen mit der tatsächlichen Umsetzbarkeit. Denn vieles, was wir da halt angehen werden, wird auch durch Zuschüsse oder Förderungen mitbegleitet. Und da sind auch Konditionen dran gehangen. Das heißt, man ist schon eingeschränkt in seiner Planung, aber wir möchten es halt kostengünstig wie möglich machen. Und da gilt es natürlich auch, Regelsätze zu beachten, die Zuschüsse und Förderungen angeht. Ich sage jetzt mal, der Kreis und Land hat ja schon aufgelegt, es gibt ja dieses Fahrradkonzept. Das liegt ja eigentlich mit vor. Und wenn man die Hauptstraße ist und Fahrräder, man sieht es ja selbst auch hier in Birkenau, es steigen viele, viele Leute um aufs Fahrrad. Klar, bedingt natürlich auch durch das Elektrofahrrad, was wir haben. Fahrradwege mit, die werden ja schon unterstützt durch Fördermittel vom Kreis und vom Land. Also von daher, da muss man schon anpacken. Rechtzeitig anpacken und rechtzeitig auch in den Topf, der da ist, auch reingreifen. Und wenn es geht, ganz tief reingreifen und so viel wie möglich rausholen. Absolut. Auch klar, das ist eine Aufgabe von uns, auch als Gemeindevertreter, natürlich auch von dir als Bürgermeister, ganz klar, darauf hinzuarbeiten, wo kann ich was abschöpfen, wo in was für einen Topf kann ich reinlangen. Genau. 2023, wie gesagt, also die Planung für die Hauptstraße, die weiteren Planungen und Beschlüsse für das Thema Kindergarten, Kostenprodukt, das mit 3,3 Millionen Euro tatsächlich ein starkes Defizit für den Haushalt darstellt. Und das führt auch tatsächlich zum nächsten Thema, die Haushaltsplanungen für die kommenden Jahre. Wie schätzt du die ein? Wenn ich jetzt die andere Länder sehe, wie die Pfalz, die nehme ich mal jetzt raus, durch den Länderfinanzausgleich kriegen die Zuschüsse von uns, das heißt Hessen und Baden-Württemberg zahlt die auch, und die haben eigentlich die Kindergärten frei. Exakt. Wenn ich das jetzt, du sagst 3,2 Millionen stehen jetzt da drin, wenn ich jetzt die andere Zahl nehme, was ich durch die Gebühren im Moment einnehme bei den Kindergärten, das liegt so um die 300.000, richtig? Ja, ja. So in etwa, dem Dreh, ja. Ich habe jetzt nicht die Zahl ein genau. Auf dem heißen Stein, ja. Das ist also ein Tropfen wirklich auf dem heißen Stein. Ich habe dann also schon gesagt, aber das kann ich, doch, ich kann es öffentlich sagen, eigentlich müsste man wirklich die Kindergärten
umsonst fahren. Weil die 300.000 Euro Logo machen die uns natürlich, das ist für uns als kleine Kommune viel Geld. Macht ja doch was, ne? Ganz klar. Aber da muss man vielleicht schon höhere Stelle irgendwo angreifen, dass man das mal hinbekommt, dass da, weil die fordern von uns, dass wir Plätze frei halten oder vorhalten Plätze. Dementsprechend müssen wir natürlich dann auch bauen, klar. Wir sind ja aber froh, wenn wir bauen, in dem Sinne, dass wir Kinderzuwachs haben hier in Birkenau, ist ja ganz klar. Aber ich stelle uns natürlich vor eine große Herausforderung, wie stemmen wir das Ganze finanziell? Genau. Da muss ich natürlich sagen, ich muss dann auf eine andere Art und Weise ein bisschen was einsparen, dass wir hier für unsere Familien natürlich da schon etwas mehr hinterlegen. Und das wird uns 2023, 2024, 2025 unendlich immer wieder steigern, das Ganze. Ne? Wenn ich jetzt die Kreis- und Schulumlage sehe, die erhöhen einfach. Wir haben zwar mehr Zuweisung, Schlüsselzuweisung, das mag ja sein. Auf der anderen Seite tun sie die Kreis- und Schulumlage erhöhen. Was habe ich dann eigentlich von meiner Schlüsselzuweisung im Endeffekt oder unterm Strich? Marginal oder gar nichts, ja. Ja, ich wollte es jetzt sagen, da steht eine schwarze Null. Du sagst marginal, ja. Lass mal bei dem Marginalen. Dann mag das sein, dann ist es okay. Und da fängt es ja schon an. Ja. Da werden wir ja schon geschröpft. Und wir müssen dann gucken, dass wir es packen und müssen dann auch vielleicht mal dem Teufel auf den Kopf treten und auch eine Grundsteuer B-Erhöhung einfach durchziehen, weil wir es gar nicht anders können. Ja. Weil wir es gar nicht finanzieren können. Nur um uns am Leben zu halten. Wie gesagt, am Schwimmbad haben wir nichts gemacht. Nein. Kindergärten ist eine Pflichtaufgabe, die brauche ich. Die Hauptstraße wird gemacht, das ist auch eine Pflichtaufgabe, in Anführungszeichen. Die Ehrenämter hat man drauf gehabt, das ist auch für uns Feuerwehr, Bettplan, auch eine Pflichtaufgabe. Die brauchen ihr Werkzeug, dass sie arbeiten können. Wo hol ich es? Das ist eben die Frage. Vom Kreis und vom Land kriege ich es nicht, die genau. Schreiben die uns nur vor. Das ist, genau, die schreiben das vor, die entscheiden das letztendlich. Aber ich denke auch, also die Möglichkeiten, was wir haben, wir können die Bevölkerung nicht noch weiter belasten halt tatsächlich. Aber umso wichtiger ist es halt, ich glaube, das wurde bei der Bürgerversammlung klar, das wurde bei der letzten GV-Sitzung auch klar. Vor allem durch Frau Kanz, die das Ganze nochmal dazu aufgerufen hatte. Ich habe ebenfalls in meinen Mitteilungen dazu aufgerufen, alle Kontakte zu bemühen in den höheren Ebenen, da auf die finanzielle Ausstattung der Gemeinden aufmerksam zu machen und zu sagen, das muss sich halt ändern. Das System hakt, muss da auf jeden Fall danach gebessert werden, weil es einfach auf Dauer, auf lange Sicht so nicht mehr weitergefahren werden kann. Und man muss sich, glaube ich, in den kommenden Haushaltsberatungen immer mehr fokussieren darauf, wie verbessern wir, also zum einen die Einsparpotenziale, aber auch unsere Einnahmenseite. Stichwort Gewerbetreibende. Ganz klar, wir brauchen mehr Gewerbe hier. Wir haben gute Anbindungen, muss ich schon sagen. Wir haben die Weinheim, Autobahn da in der Nähe. Wir haben durch Reisen die Umgehungsstraße durch den Tunnel, wo abfließen kann. Da sind wir jetzt ja dran. Da hatten wir ja auch eine Klausurtagung am letzten Samstag, was der Flächennutzungsplan betrifft. Dass wir uns da mal einig werden, wie sieht es denn eigentlich aus, was können wir tun, was können wir umsetzen, was können wir als Mischgebiet irgendwo, Mischgebiet, nämlich jetzt mal Wohn- und Gewerbegebiet dazu, wo können wir das ausweisen. Das passt vielleicht jetzt in einem oder anderen Bündnis 90 der Grünen nicht. Wir müssen aber auch vielleicht auch mal noch eine grüne Wiese opfern, im Sinne dem, dass wir Gewerbe kriegen, weil wir wollen, brauchen Gewerbe, weil dadurch können wir unsere Einnahmen natürlich erhöhen, ganz klar. Wir haben jetzt einen Antrag auf der Tagesordnung bei der GV-Sitzung Leerstandsmanagement. Das ist auf der einen Seite gut, dass ich meine Leerstände mal weiß, dass ich da auch noch zusetze oder Baulücken schließe. Das reicht aber auch durch das, dass ich, wenn ich den Flächennutzungsplan jetzt weiterverfolge, dass es da hoffentlich besser wird. Aber wohlgemerkt, vielleicht muss ich das ein oder andere Stückel Land, um die Arrondierung natürlich dann auch gescheit hinzubekommen in Birkenau, opfern, dass ich auch junge Familien, auch sozialen Wohnraum, es wird ja von Oberona vorgeschrieben, 400.000 Wohnungen werden vorgeschrieben, sozialer Wohnraum. Also da können wir aber auch dazu, also muss ich für da auch was bereitstellen, um das Ganze umzusetzen. Also da liegt noch eine ganz große Aufgabe vor uns, vor allen Dingen was der Flächennutzungsplan betrifft. Das geht nicht von heute auf morgen, das geht über Jahre. Das wird ein Generationsprojekt werden, weil da ist es ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur die nächsten 2, 3 Jahre im Blick hat, sondern möglichst 20, 30 Jahre
Blick hat. Das setzt eine Vision voraus, das setzt etwas voraus, dass man einen Wunsch formuliert, zu sagen, wie vereinen wir natürlich das Spannungsverhältnisse zwischen Flächenversiegelung und der Notwendigkeit einer Flächenversiegelung. Du sagst es genau richtig, wir müssen unsere Gewerbetreibenden im Blick haben, wir müssen sozialen Wohnraum schaffen und auch Mischgebiete eventuell. Es gibt verschiedene Optionen, die wir ziehen müssen und alle müssen durchdacht werden und alle müssen möglichst in einem Kompromiss gefasst werden, der diesen langen, langen Zeithorizont im Blick hat. Und das wird eine Mammutaufgabe, denke ich. Zu den Flächennutzungsplänen würde ich nur noch abschließend auch noch mal anbringen, weil das wird auch etwas Bauliches sein. Thema Glasfaserausbau 2023. In Bezug dessen, wenn wir unser Gewerbe natürlich vorantreiben wollen, brauche ich dieses Glasfaser. Wir haben ja auch im nächsten Jahr einen Termin, in dem das Ganze dann auch vorgestellt wird, wie das Ganze aufgebaut wird, wo es erneuert wird und wie es eigentlich abläuft. Genau. Da haben wir dann einen Vortrag, da kann dann ja auch jeder Bürger kommen und kann sich das anhören, das Ganze. Außenrum waren sie schon, aber es macht ja keinen Sinn, irgendwas vorzustellen, wenn man noch nicht genau weiß, wie und wann, wo und genau. Wann, genau. Wann das Ganze bei uns abläuft. Das waren eigentlich schon die wichtigsten Themen zu dem Thema Rückblick 2022 und Ausblick 2023. Stefan, ich bedanke mich ganz herzlich nochmal an dieser Stelle für die tolle Zusammenarbeit mit dir. Wie du es gerade gesagt hast, es ist mir eine Freude, dass wir gemeinsam diese wichtigen Projekte halt auch angehen können und das auch wirklich mit Bedacht und die Argumente, die im Vordergrund stehen. Und das freut mich sehr, dass wir da viele Meilensteine setzen können. Ich hoffe, dass wir sie setzen können, die Meilensteine, und dass wir auch die Meilensteine dann irgendwo abarbeiten. Die Zusammenarbeit in der GV ist im Moment top. Von der Verwaltung her gesehen auch spitzenmäßig. Ich habe immer meine Antwort bekommen, ich habe auch immer Auskunft bekommen, wenn irgendwas war. Natürlich mit dir ist die Zusammenarbeit, ich habe es gerade schon mal angesprochen, wirklich super. Und ich hoffe, dass wir da noch ein paar Jahre zusammen so arbeiten, dass wir Birkenau nach vorne bringen, dass Birkenau auf gesunden Füßen steht, auch was den Haushalt betrifft, dass wir für unsere Familien sorgen, dass die Wohnraum haben und auch ihre Schulen und Kindergärten da sind, dass wir weiterhin unsere Feuerwehr natürlich aufrechterhalten und alle Ehrenämter, die wo da hinten dran hängen und die Sportvereine so, wie es im Moment gerade läuft. Also ich bin stolz auf Birkenau, auch auf die Bürger und Bürgerinnen, weil ohne die geht's nicht, weil wir alleine regieren nicht oder bauen Birkenau auf, wir sind ein Team. Ich kann dem nur zu 100% beipflichten. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Stefan. Ich bedanke mich auch. Ich hoffe, der Beitrag hat Ihnen gefallen. Ich komme nun zu den anstehenden Terminen und Veranstaltungen. Am 17. Dezember 2022 findet das vorweihnachtliche Singen mit den drei Chören Männergesangsverein, Sängerlust Niederliebersbach und Volkschor Birkenau statt. Am 21. Dezember 2022 findet das Sonnenwendfeuer der Freiwilligen Feuerwehr in Reisen statt. Vom 27. bis zum 30. Dezember findet der Wintercup des VfL Birkenau statt. Am 8. Januar findet der Neujahrsempfang der Gemeinde Birkenau statt. Dazu lade ich Sie alle ganz, ganz herzlich ein. Der Beginn ist um 11.30 Uhr angesetzt. Am 17. Januar findet die Sitzung der Gemeindevertretung statt. Die Februarsitzung der Gemeindevertretung findet am 14. Februar 2023 statt, also Valentinstag. Nun kommen wir auch zu Ihren Fragen. Die Gemeindevertretung hat in ihrer November-Sitzung entgegen der einstimmigen Empfehlung des HFA, also Haupt- und Finanzausschuss, ebenfalls einstimmig beschlossen, die Kindergartengebühren nicht zu erhöhen. Wie wird die Deckungslücke von 72.000 Euro geschlossen? Welche Vorschläge hat die Gemeindevertretung gemacht? Genau das ist, also vor allem der letzte Teil der Frage ist das Entscheidende, welche Vorschläge hat die Gemeindevertretung gemacht? Bisher noch keine. Wir von der Verwaltung erwarten tatsächlich dann im Rahmen der Haushaltsklausurtagung und der weiteren Besprechungen zum Thema Haushalt die entsprechenden Vorschläge. Und das ist richtig, in den 18 Monaten wird eine Deckungslücke von 72.000 Euro vorhanden sein. Dann haben wir eine weitere Frage. Meint Stefan Röber wirklich, die Anlieger der Hauptstraße sollen an den Kosten der Sanierung beteiligt werden? Wird es in Birkenau auch Informationsveranstaltungen zu anderen Finanzierungsmöglichkeiten geben?
Letztere Frage. Natürlich, also Informationsveranstaltungen diesbezüglich alleine separat wahrscheinlich nicht. Aber es wird natürlich im Rahmen weiterer Veranstaltungen und auch es wird sicher Informationsveranstaltungen zur Sanierung der Hauptstraße geben, in der diese Art der Finanzierungsmöglichkeiten sicher betrachtet werden können. Was die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge angeht, werden wir uns im nächsten Jahr tatsächlich dann auch oder werden wir uns auch im kommenden Jahr diese Frage auch in den politischen Agenda setzen müssen. Und hierzu wird natürlich die Gemeindevertretung sich dazu beraten müssen. Denn immerhin ist es auch die Gemeindevertretung, die zu diesen Punkten entscheiden muss. Was allerdings auch dazu führt oder zu meiner Anmerkung diesbezüglich, das Thema der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge ist nicht neu, wurde auch mehrfach in dieser Gemeinde angesprochen. Ich betone angesprochen, weil es tatsächlich auch nicht hinreichend besprochen wurde und wir dies ebenfalls nachholen müssen. Und die Verwaltung wird schauen, dass wir dies ebenfalls auf die politische Agenda bringen. Ich sehe derzeit keine weiteren Fragen zunächst. Das gibt mir die Gelegenheit, auf Fragen einzugehen. Und dazu muss ich mich auch nochmal entschuldigen. In der letzten Sendung bin ich nicht mehr dazu gekommen, die Fragen, die während der Zeit oder zwischen Milan Live 8 und Milan Live 9 mich erreicht hatten, nicht nochmal zu thematisieren. Das würde ich an dieser Stelle nachholen. Sie haben trotzdem natürlich die Gelegenheit, die Fragen dann weiterhin zu stellen. Und zwar, folgende Frage hat mich erreicht. Zum Thema Montag ist Geschichtstag. Ich finde die Idee sehr schön. Wäre es denkbar, die Geschichten irgendwie in Videos zu fassen? Tatsächlich habe ich hierzu auch Rücksprache gehalten. Das Problem ist, dass natürlich die Umsetzung sich sehr, sehr schwierig gestaltet, weil es sich natürlich um größtenteils Texte handelt. Und die im Video zu visualisieren, wird sich sehr, sehr schwierig gestalten. Aber es ist natürlich etwas, was man sich vielleicht für die Zukunft noch bereithalten kann. Dann habe ich zwei Fragen bekommen zum Thema Verkehr. Ich lese Ihnen beide Fragen mal vor. Thema ruhender Verkehr. Warum verteilt der Ordnungsdienst an unproblematischen Stellen Knöllchen und schaut bei den schlimmen Situationen in den Ortsdurchfahrten, zum Beispiel Hornbach und Niederliebersbach, einfach weg oder tut seit langer Zeit überhaupt nichts? Es geht nicht um Moneymaking, sondern um die gravierenden Verkehrszustände vernünftig zu gestalten. Es kann nicht sein, dass nach der HBO vorgeschriebene Stellplätze und Garagen sachfremd genutzt werden und so die Straßen in einer unerträglichen Form zugestellt werden. Zum einen, ja natürlich, die Verkehrssituation gerade in dem ruhenden Verkehr ist ein wichtiges Thema. Hierzu habe ich, wie Sie vielleicht im Beitrag sehen konnten mit Stefan Röver, auch schon erste Schritte unternommen, um das systematisch anzugehen, im Zuge einer Ortsvorsteherkonferenz, in dem wir das Glück hatten, auch Herrn Gutier von der Ordnungspolizeibehörde Mörlenbach hinzuzunehmen, mit dem wir gemeinsam für das kommende Jahr einen Plan aufstellen wollen, wie wir dieses Thema in unserer Gemeinde angehen wollen. Hinzu darf ich auch anmerken, mein Amtskollege Erik Hadisch aus Mörlenbach hat auch die personelle Struktur der Ordnungspolizeibehörde angegangen und es sind nun zum ersten Mal seit Jahren alle Stellen besetzt. Es wird ein weiteres Fahrzeug auch beschafft. Wir erhoffen uns dadurch natürlich eine höhere Frequentierung und dementsprechend auch eine bessere Parküberwachung. Nichtsdestotrotz, der Fragesteller hier an dieser Stelle, Hans Weckmann, hat das ganz gut hervorgebracht oder herausgestellt. Es geht darum, die Stellplätze auch, wenn man auch über Garagen verfügt, bitte diese auch zu nutzen, um eben auch zu einer Entlastung auf der Verkehrsfläche zu kommen. Denn es ist nun mal so, dass wir in einem ländlich geprägten Raum auch die Straßen dementsprechend so infrastrukturell aufgebaut sind, dass sie nicht unbedingt dafür ausgebaut sind, dass Leute mehrere Autos haben, beziehungsweise dann auch die Stellplätze sehr, sehr knapp werden. Ebenfalls dazu die zweite Frage. Das Parken muss endlich mal ordentlich und umfassend auf der Agenda stehen. Seit Jahren wird hier nichts gemacht. Bitte mal sämtliche Straßen unter die Lupe nehmen und ordentlich und rechtssicher beschildern. Als Beispiel ist hier die Schlossparkstraße auf der Höhe der ehemaligen Bäckerei Kadel erwähnt. Es ist eine Zumutung, dass da auf Sperrflächen und außerhalb der gekennzeichneten Flächen geparkt wird
so dass man den Gegenverkehr aus Niederliebersbach nicht richtig sieht und hier vor der Kuppe stehen bleiben muss. Auch hier wird deutlich, es geht um eine Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer. Vor allem, wenn es darum geht, sein Auto abzustellen, bitte ich wirklich auch darum, inständig zu schauen, dass sie den Verkehrsfluss nicht stören, dass sie darauf achten, dass die Flächen, die eingezeichnet sind, auch ebenfalls eingehalten werden. Und auch hier verweise ich auf die Ortsvorsteherkonferenz, in der wir tatsächlich dieses Thema ganz hoch priorisiert haben, gemeinsam mit den Ortsvorsteherinnen, Frau Alexandra Strauß-Stadler und den anderen Ortsvorstehern, werden wir dieses Thema im kommenden Jahr angehen. Dann hatte ich hier eine Frage zum Bereich Umwelt. Wie sieht ein aktiver Plan in Birkenau aus, etwas für die Energiewende zu tun? Energiesparen ist das eine, was auch völlig sinnvoll ist. Energie erzeugen, am besten klimaneutral, wäre auch ein Beitrag. Durch die Gemeinde fließen verschiedene Bäche, wie die Weschnitz. Eventuell würde sich hier ein Wasserkraftwerk anbieten. Die gibt es schon relativ klein und leistungsstark, die wenig Änderungen am Fließgewässer vornehmen. Ebenfalls wäre ein eigenes Kraftwerk ähnlich dem kleinen Ort Bergheim in der Wetterau denkbar. Die versorgen sich größtenteils selbst aus selbst erwirtschaftetem Holz. Ich bin der Meinung, dass Birkenau hier mehr machen kann. Ich teile diese Meinung, dass Birkenau da auch mehr machen kann oder sollte. Solarenergie wäre natürlich auch ein denkbarer Weg in dieser Stelle. Und die Verwaltung will an dieser Stelle ja auch Vorreiter sein. Nichtsdestotrotz gab es diese Überlegung, das habe ich dann auch nochmal in den entsprechenden Fachbereichen nochmal nachgefragt, was die Wasserkraftwerke angeht. Hier wurden bereits auch Überlegungen angestellt. Das Problem oder warum man sich dann eben davon abgewandt hatte, war, dass der hohe Aufwand hinsichtlich naturschutzrechtlichen Auflagen eine Hürde dargestellt hatte, zudem auch noch die Wasserrahmenrichtlinien, die einen Rückbau gefordert hatten der alten Schwellen und Wehre, eine EU-Anordnung zum Beispiel, auch die Durchgängigkeit des Gewässers bis 2027 sichergestellt sein müssten. Und natürlich werden aber auch weitere Projekte überdacht, um die unsere Gemeinde CO2-neutraler zu machen. So, das wären eigentlich alle Fragen, die in der Zwischenzeit dann nochmal aufgekommen sind. Es sind keine weiteren Fragen mehr gekommen. Wie gesagt, wenn Sie im Nachgang zu dieser Sendung, die ein paar technische Probleme aufgewiesen hatte, noch Fragen haben, Sie können jederzeit, wie am Anfang erläutert, auch auf unserer Website unter der Rubrik Milan Live vorab schon Ihre Frage stellen. Die würde ich dann in der kommenden Sendung aufgreifen. Gut. Also in der nächsten Ausgabe, die für den 9. Februar geplant ist, wird das Leitthema der Katastrophenschutz in unserer Gemeinde sein. Nun bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen noch eine schöne und besinnliche Adventszeit, schöne Feiertage im Kreis Ihrer Familien und Liebsten und einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses erste volle gemeinsame Jahr mit Ihnen, für Ihr Vertrauen und freue mich schon auf die vielen tollen Projekte, die wir im nächsten Jahr angehen werden. Bleiben Sie alle gesund. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn Ihnen die heutige Sendung gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen und ebenfalls können Sie gerne den YouTube-Kanal der Gemeinde Birkenau abonnieren. Und wie immer, bleiben Sie interessiert und seien Sie politisch. Vielen Dank.